Mit dem Bidoppi ist die erste Einzelausstellung von Tatiana Trové in einem italienischen Museum. Und es ist eine Zusammenarbeit mit dem Kunstmuseum Bonn und mit der Kunsthalle Nürnberg. Es freut uns außerordentlich, diese Ausstellung hier zeigen zu dürfen. Die Ausstellung fügt sich in das Programm des Museums der letzten Jahre perfekt ein. Wir haben so einige rote Fäden in unserer Identität. Zum einen eben Ausstellungen, in denen es um zeitgenössische Skulptur geht. Skulptur sagen wir im weitesten Sinne, plastische Aussagen. Aber wir zeigen auch gerne Positionen starker Frauen. Und sicherlich ist Tatiana Trové eine dieser starken Frauen. Ihre Ausstellung hat unser viertes Obergeschoss komplett verändert. Wir haben hier einen neuen Boden. Hinter mir diese Installation 350 Points Towards Infinity, 350 Punkte, die eben der Unendlichkeit entgegenschauen. Diese Unendlichkeit ist aber nicht an der Decke zu finden, nicht in den Sternen, sondern in unserem Boden, irgendwie eine andere Dimension. Es ist eine Installation, die wir natürlich sehr gut mit unseren Augen wahrnehmen, aber gleichzeitig gibt es da noch so mysteriöse, sagen wir, Kräfte, die diese Pendel zum eben anziehen. Und da möchte ich eben den Besucher einladen, die Besucherinnen, hier einfach mit einer eigenen Vorstellungskraft sich diese Werke anzuschauen, denn es gibt immer etwas, das ganz klar zu sehen ist, und dann gibt es immer noch etwas Verstecktes. Das ist auch der Titel der Ausstellung mit dem Bidoppi, verdoppelte Zeiten. Das sind auch drei Skulpturen, die wir hier zeigen, wo es auch Tatiana Trové irgendwie darum geht, dass wir manchmal, es gibt natürlich nur eine Zeit, aber dass sie auch noch eigene Zeiten haben oder die Zeiten des Déjà-vus. Und eben diese Subjektivität, die soll man einbringen. Man soll sich eben seine eigene Zeit hier nehmen und seine eigene Zeit auch mit diesen Werken, sagen wir, zusammenbringen. Also wünsche ich euch wirklich eine gute Zeit in den verdoppelten Zeiten. La mostra è nata anche da un'altra mostra, da quella del Museo di Bonn, ma in un percorso che era totalmente diverso. E qua è stata anche riconfigurata in maniera totalmente diversa, perché lo spazio è uno spazio, come si può notare, veramente speciale per un museo. Non si può dire che il Museo Inn è un museo classico, tipo il White Cube. È un museo che attraversato dall'esterno, dal paesaggio esterno, e in questo caso il paesaggio esterno sono delle imponenti montagne. Per cui anche una visione su questo paesaggio esterno, che è una visione quasi di una pittura romantica. I 100 titoli è un'opera composta da due valigie di bronzo, di rame. Ogni anno quest'opera ha un titolo diverso. Il primo titolo è nato nel 1968 e l'ultimo titolo data del 2068. Sono due valigie di bronzo ermetiche che non possono più viaggiare, che non possono più essere trascinate perché le rotelle non si muovono più e che sono incredibilmente pesanti. Però è un'opera che continua a viaggiare nel tempo perché ogni anno ha un altro titolo, per cui c'è questo doppio movimento di qualcosa che è completamente fermo e di qualcosa che continua a lavorare, a evolvere, ma soprattutto c'è anche un'idea che quest'opera continuerà a essere composta da me in un modo più astratto, anche forse quando non ci sarò più. Quest'opera evolutiva indirizzata ai visitatori, alle persone che la vedono oggi e anche a quelli che la vedranno nel 2068, spero.